Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Online-Teaser fürs Neo-Magazin Royal. Das hier ist Wotan Wilke Möhringen, verdammt zu Gast im Neo-Magazin. Und das ist Katja Kipping. Katja Kipping ist nächste Woche zu Gast in der Sendung. Also das hat nichts mit Katja Kipping zu tun, die Perücke. Es ist einfach nur, ich habe mir überlegt, ich muss was mit meinen Haaren machen. Weißt du, es muss einfach, aber ist auch gelungen. Ja, aber irgendwie was Neues, mal einen neuen Look reinbekommen. Birgit Schrowange ist jetzt grau und ich bin jetzt rot. Ab sofort bin ich. Das sind meine Naturhaare, die lasse ich einfach mal wachsen lassen. Aber was da drin steckt, so ein Potenzial, einfach ein bisschen auftupieren, dann geht das, ne? Ja, genau. Wotan, wir haben gerade ein Spiel gespielt, um uns vorzubereiten auf die Sendung, um heute Abend gut drauf zu sein. 20:15 Mediathek, 22:20 Uhr. Ey, heute Abend laufen wir nicht nach Olli Welke. Zum allerersten Mal. Heute Abend kommt erst Lass dich überwachen bei ZDF Neo nochmal in linear. Danach kommt der Struwwelpeter auch von uns. Und danach kommt das neue Neo-Magazin Royal. Also, wenn es heute scheiße läuft, wenn die Quote scheiße ist, dann ist es unsere eigene Schuld. So super. Genial. Ja. Zum allerersten Mal. Du hast dich gerade eben ausgezogen, du hast so ein Muskelshirt drunter. Und du bist einer der wenigen Männer. Stinkt auch mal das Unterhemd. Ja, aber du bist einer der wenigen Männer, der das einfach ausziehen kann und wo dann keiner sagt, das sieht irgendwie scheiße aus. Wenn ich ein Unterhemd anziehen würde auf der Arbeit, dann werde ich sofort am nächsten Tag sieben Klagen wegen sexueller Belästigung. Nein, das glaube ich nicht. Wirklich? Aber haben wir das schon mal gesehen? Was? Haben wir schon mal Jan im Unterhemd gesehen? Ja, aber ganz kurz. Nee. So, ich zeig dir jetzt mal was. Ich habe gehört, du bist tierisch definiert und tätowiert. Ich bin definiert, ja. Genau, ich bin wirklich definiert. Aber auf so eine ganz undefinierte Art bin ich definiert. Guck mal, alles, was hier drunter ist, willst du wirklich nicht im Unterhemd. Guck mal, das ist hier total. Guck mal, du hast Haare, ich habe keine. Du hast keine Haare auf der Brust. Ja, auch aus Versehen. Nee. Wirklich? Also ist mir schicksalshaft nicht zugeteilt worden. Nee, ist wahnsinnig unangenehm, wenn man so ein bisschen Haare hat, weil man dann sich nicht entscheiden kann, ob man sich so wie damals bei den Boybands ist. Guck mal, willst du das? Oder Leute! Das ist total. Wir können auch so eine creepy Show im Kinderfernsehen moderieren. Absolut. Ja. Hallo. Wir sind der Wotan und der Jan, eure neuen Logo-Moderatoren. Wo dann aber nur Ü60 Leute einschalten heimlich, genau. Heute Abend Wotan Wilke Möhring, wir reden heute Abend über eine gewalttätige Serie, in der du mitspielst. Ja. Das Parfum. Und über viele andere Dinge, über den BVB natürlich auch. Selbstverständlich. Ich bin Werder-Anhänger, also jahrelang nicht Anhänger gewesen, sondern eher Mitleidender. Das ist das Dilemma der Abiturienten, genau. Wieso was? Was gibt's denn? Ich kenne ganz viele Abiturienten, die Werder fanden. Ich bin Bremer, das hat nichts mit Abitur zu tun. Oder so. Ich bin geboren oder so. In Bremen, da kannst du gar nichts anderes sein. Oder so, okay. Aber warum nicht Schalke, warum BVB? Hätte auch ganz anders sein können bei dir. Ja, hätte auch. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Herne, sind tatsächlich viele Blaue, sagen wir. Aber es war eben der bessere Verein. Und auch mit richtiger Leidenschaft gegen die Blauen? Ja. Ja, schon eher so, das ist ja so ein traditionelles Ding, eher so auch gegen die Bayern. Gegen die Bayern, aber das vereint uns eh alle. Ja. Und diese Super League-Scheiße, also ganz ehrlich, dann sollen die doch mit Real Madrid da hinfahren oder mit irgendwie... Also ich habe ja so Rumors gehört, dass das irgendwie... wohl doch nicht so richtig aufzuhalten ist. Irgendwann wird es dazu kommen, aber wie, es geht halt immer nur ums Geld und das finde ich ganz, ganz traurig. Ich habe gehört, die Staatsanwaltschaft München wird vorher Uli Hoeneß und Karl Rummenigge einfach festnehmen. So, und dann wird das einfach nicht passieren. Vermitteln oder ermitteln? Ja, genau. Heute Abend, Wotan Wilke Möhring, Hashtag der Woche ist Käseschorle. Ganz lecker, kann ich nur empfehlen. Wir wissen nicht warum, googeln Sie einfach mal, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir uns nachher im Neo-Magazin Royal. Tschüss, bis später.